Schubid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 
So, Klartext, jetzt holen wir gleich mal was gemeinsam raus hier. Ich zeige euch dann auch, wie wir das machen. Okay. Da steht er, der Baum. Ja, der Baum im Raum. So, ich habe es ein bisschen dunkler gestellt, damit ich hier gleich ordentlich filmen kann. Kurz erklärt, wir holen hier jetzt das Substrat unten raus, also den Zoll. Ich habe mir hier einen Behälter hingestellt, wo ich das reinlaufen lasse und hier nochmal extra ein Litermaß, damit ich hier nach Möglichkeit nur den Bodengrund hier dort hineinfüllen kann. Ja, um halt gleich nach was nachmessen zu können in dem Sinne, weil es kommt ja auch viel Wasser mit logischerweise, ne? Und hier möchte ich halt so wenig Wasser wie möglich mit drin haben. Deswegen versuche ich das jetzt so zu machen. Ob das richtig ist oder nicht, frag mich nicht, kann ich hier gar nicht sagen. Wir machen das einfach und gucken mal der Dinge, die sich da gleich ergeben. Und dann stelle ich euch mal hier drauf. Da könnt ihr zugucken. Wir fangen jetzt anders an. Wir fangen einfach jetzt mal an. Pass mal auf. Also, Schlauch rein. Ansaugengeschichte kennen wir, ne? So. Einmal zuhalten unten. Ne? Einfach Finger drauf. Und dann, ne? Kannst du anhalten. Ist immer cool. So, wir haben die Ähren zapfen so ein bisschen an die Seite hier. Die gehen da auch mit durch, hier bei dem Schlauch zumindest. So, und dann gehen wir einfach mal hier vorsichtig auf den Boden und dann lassen wir das einfach mal laufen. So, das sieht schon mal gut aus. Dann heißt, ich kann jetzt direkt hier reinhalten und hole das jetzt hier unten raus. So. Jawohl, wunderbar. Klappt doch besser als gedacht. Halt! So. Ja, das sollte jetzt auch schon raus. Warte mal, wenn ich schon dabei bin, dann mache ich auch gleich ein bisschen mehr hier. Ja, dass wir schon mal so einen Anfang haben. Also man sieht, der ist schon ziemlich dick, der Bodengrund. Ne? Und das ist natürlich also dann doch von Nachteil. Gehe ich jetzt zumindest von aus. Also ich habe auch schon von anderen gehört, dass die also Probleme haben damit. Da hinten lasse ich mal. Da kann man das nämlich sehr schön sehen, wie das aussieht. So, dann graben wir uns einfach mal hier durch die ganze Geschichte. Also ist recht einfach, muss ich sagen. Ne? Das ist eine richtig coole Sache. So, das soll erstmal reichen. Genau. Okay. Gegebenenfalls hole ich nachher noch was raus. So, Dalle. Okay. Ja, jetzt haben wir die Badewanne voll. Und deswegen habe ich das nämlich, weil ich jetzt auch mit Wasser rausgeholt habe, und hast du nicht gesehen, ne? Immer sofort, wenn das ist, trocken machen. Ne? Umso weniger Schwierigkeiten hat man später mal. Ja, okay. Also, das ist so, das ist. Ich zeige dir mal eben, wie das da aussieht, dass man das auch sieht. Moment. Ja, da ist schon heftig was. Ne? Also es ist nur noch die oberste Schicht, wo kein Modder drin ist. Ne? Ansonsten ist der Boden bedeckt. Gut, hier ist jetzt alles eingerollt oder ja, eingestürzt, kann man sagen. Da kann man es auch noch so einigermaßen erkennen. Ne? Also das ist schon doch ziemlich viel Schmand, Modder, der sich da unten drin ansammelt. Ne? Also das ist schon, ja, nicht ohne. Ja, okay. Und Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist jetzt, na gut, A, dass ich den Bodengrund sowieso hier raus haben will. Das heißt, die Pflanzen sind mir in dem Sinne erstmal Schnuppe. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich habe noch nicht so wirklich die Idee, aber okay. Kommen wir vielleicht später zu. Wie gesagt, ich habe das hier einmal eingefüllt, ne, und die Badewanne hier voll gemacht. Du siehst schon, was das hier für ein Schmodder ist, ne? Das ist heavy. So, okay. Und hier werde ich dann gleich mal checken, wie das aussieht mit Ammonium, Nitrit und Nitrat. Ob wir direkt was sehen können, weiß ich nicht. Aber okay, man erlangt nur Wissen durchmachen. Ne? Ja, du hast jetzt gut Futter hier. Das ist okay für dich. So, siehst du wohl. Oder siehst du auch nichts. Ja, heavy. In dem Zuge mache ich schon mal die Scheibe sauber hier, dass wir das nicht vergessen, dass das hier eintrocknet alles, ne? Weil das wird jetzt eine Zeit lang dauern, bevor ich da weitermache. Genau, Schätzchen, dann kommst du auch nochmal weg hier. So, Dalle. Das sind übrigens Philodendron, das müssten die Fluitans sein. Aber ich gehe jetzt sowieso in die Pause, da gucke ich nochmal eben, ob das jetzt so wirklich richtig ist. Ne? Manchmal vergesse ich auch Namen, dort ist normal irgendwo, ne? Ich darf das vergessen, ab einem gewissen Alter, ne? Ja, okay. Hier brauche ich jetzt nicht sauber machen, dann mache ich später. Aber ich weiß noch gar nicht, was jetzt hier im Becken insgesamt noch passieren wird. Ne? Von daher warten wir jetzt die Dinge, die da tatsächlich kommen. In, ne? So, und schieben wir die mal wieder rüber hier. So, da haben wir ins Wasser wieder rein, die Wurzeln. So.
Und du kommst auch wieder rüber. Ja, die müssen hier rüber, weil auf der anderen Seite die eine Lampe ist und die ist einfach zu stark, ne? Und deswegen hängen die hier vorne auf der Seite. So, du musst hier aber eigentlich Wasser wieder einfüllen. Was soll ich sagen? Oh, ein bisschen dunkel, ne, egal. Die Garnelen finden es toll. So, ich mache jetzt, bevor ich in die Pause gehe, doch erst noch Wasser rein. Geschichte kennen wir, ne? Osmosewasser bei uns, aufmineralisiert mit dem GH+, ne? Bei ca. 250 Mikrosiemens Pi mal Daumen. So, ich stelle das einfach hier oben auf den Holzklotz drauf. Kann man sich so ein bisschen behelfen mit, ne? Ist gar nicht so schwierig. Und dann nehme ich einfach mal das kleine Röhrchen hier. Haben wir denn jetzt Wäscheklammern hier? Nein, haben wir nicht. War ja sowas von klar, aber hier ist eine. Komm mal her. Eine reicht erstmal nur, obwohl brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Einmal kurz ansaugen, da oben hingucken übrigens, ne? Dann, wenn das hier so gerade anfängt drüber zu kommen, dann nicht mehr saugen. Besser ist das, ne? So, jetzt genau. Ne, wenn da oben in der Kurve das Wasser ankommt, dann bitte nicht mehr saugen. Ne? Ansonsten ja, trinkst du den Garnelen das Wasser weg. Das wollen wir nur auch nicht. Ne? Nicht der Burner. So, okay. Weil, wie gesagt, es kann sein, dass es das jetzt alles länger dauert. Und deswegen mache ich doch jetzt erstmal Wasser rein. Ist zwar unsinnig, das jetzt zu erzählen, aber nicht, dass du hinterher sagst, ja, was hast du denn, warum hast du jetzt doch nicht? Oder hast du was gemacht oder hast du nicht gemacht? Deswegen zeige ich das jetzt auch kurz oder habe es jetzt gezeigt. Und dann kann ich jetzt in die Pause gehen. Und das war der Schlauch. Und ja, mal gucken, was das gleich so ergibt oder ob überhaupt irgendwas. Ne? Ich war noch nicht in der Pause, denn bevor ich das gleich vergesse in der Pause, weil ich mache noch tausend Gedanken, mal kurz gezeigt hier an dem Stein. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da ist wie so eine Absperrschicht, wenn der Kandidat jetzt mal an die Seite gehen würde. Ich zoome mal ein bisschen näher dran. Ne, oben siehst du so diesen grünen Schimmer, Algen da, wo Licht hinkam. Und dann darunter diesen braunen Streifen auf dem Stein. Und darunter ist der Stein richtig sauber. Ne? Und das scheint jetzt, in Anführungsstrichen, scheint so zu sein, dass bis da oben hin im Prinzip ja, der Modder geklebt hat, kannst du sagen, im Becken. Ne? Dass wir das vielleicht so nochmal mitgenommen gesehen haben, in dem Sinne, wie das aussieht. Welche Schlüsse wir daraus ziehen oder nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall doch interessant, die ganze Geschichte. Ich muss euch leider enttäuschen. Ja, nichts. Kein Ammonium, kein Nitrit und kein Nitrat. Ja, so ist das. Ich habe das Licht gerade angemacht, damit man die Farben ein bisschen besser erkennen kann. Ich muss es wieder ausmachen. So, dale. Ja, also, woran kann es denn dann liegen, wenn es jetzt nicht an dem Stickstoffkreislauf liegt, dass hier keine Babys mehr hochkommen? Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es mit dem Soil zusammenhängt. Definitiv. Die Frage ist nur, wieso, weshalb, warum? Was könnte da Fakt sein? Denn wie gesagt, wir haben keine Kleinstlebewesen mehr. Nichts mehr. Alles weg. Ja, also, woran kann das liegen? Mal gucken, ob wir das vielleicht gemeinsam irgendwie noch rauskriegen können oder wie auch immer. Auf jeden Fall bleiben wir am Ball. Hier ist übrigens eine Eiertante. Ja, kann man so erkennen, siehst du wohl, ne? Ja, das ist eine Super Crystal Red Santa, die wir noch verpaart hatten mit den Panda, um dann nochmal Babys von zu bekommen. Und ansonsten, ja, müssen wir das Ding abwarten. Das Schätzchen hatte auch Eier gehabt, also hat sie auch entlassen, aber irgendwie kommen hier einfach keine Babys mehr hoch. Die hatte auch Eier übrigens. Auch da ist nichts von geworden. Wo dran kann es denn dann bitte schön noch liegen? Ja, das ist übrigens der Philodendron micans. Ich habe mich vorhin vertan. Fluitans war irgendwas anderes, aber das ist der micans hier. Ja, okay. Kann man jetzt sowieso nicht richtig erkennen. Okay, ich lasse das jetzt so stehen. Ich gehe jetzt gleich schlafen, denn ich habe ein bisschen länger geguckt, als ich wollte, weil ich habe noch einen Film über die Wikinger geguckt auf YouTube und dann, naja, ist das halt so, ne, wenn man sich für etwas begeistert, dann verrennt die Zeit und jetzt haben wir schon wieder Mitternacht und von daher filme ich dann morgen weiter. Die Suppe übrigens, warte mal, die könnte ich eigentlich noch mal kurz zeigen. Gefüttert habe ich gerade noch mal, Glas ist jetzt leer. Zur Nacht gibt es immer einen Snack, ganz wichtig, ne? Denn Garnelen fressen kontinuierlich. Das sind Dauermampfer, also die brauchen nicht einmal oder zweimal am Tag Futter. Nein, die brauchen immer Futter. Ja, ist so, die brauchen tatsächlich immer Futter. So, ich habe es hier mal hingestellt, die Suppe. Und dann lasse ich die mal stehen und vielleicht fällt dir irgendwas ein. Wie auch immer. Tja, was da Sache sein kann. Ne? Mal gucken, ob wir dem auf den Grund gehen können.
Schön wär's ja. Ja, okay, dann verabschiede ich mich erstmal und ich würde sagen, morgen geht es dann weiter. Das heißt, im Film natürlich heute. Ganz kurz, bevor ich ins Bett gehe, kennst du noch die Muschelblume, die wir mal hatten? Ja, die gibt es nicht mehr, aber sie hat Babys geschmissen ohne Ende. Babys ohne Ende. Allerdings wachsen die hier sehr klein. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied erkennen kannst. Doch, jetzt kann man es erkennen da hinten, ne? Da sind lauter kleine Babys von der Muschelblume, aber die werden nicht groß. Auch mal so interessant mitzunehmen. So. Später was jetzt? Viertel vor sechs am Morgen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin schon seit 3:30 wach und ja, mich hat das nicht in Ruhe gelassen, das ganze System hier. Kurz noch erwähnt, hatte ich schon gesagt, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt eigentlich schon wieder einen Tag später als gestern, ne? Lol, einen Tag später als gestern. Also bei der Buße Falandra Poseidon liegen wir jetzt bei 60 € plus Versand. Für den Fall, dass du noch mitsteigern möchtest, das geht noch heute bis heute Abend. Ich denke mal so gegen 18 Uhr, 19 Uhr ungefähr. Dann machen wir dann einen Cut. Und dann kommen wir im nächsten Film dann zu der neuen Bucephalandra Poseidon, Stecki, dem Stecki dann dementsprechend. Ich habe mich dazu entschieden, das jetzt erstmal so zu belassen. Ich mache mir noch mal ein paar Tage Gedanken, vielleicht auch nur ein paar Stunden. Manchmal macht es ja und so, ne, kennst du, dann aha und dann doch anders oder wie auch immer. Ich belasse es erstmal so. Ihr könnt mir gerne, ja, Erfahrungen oder Gedanken. Gedanken reichen manchmal auch schon, um auf den Punkt zu kommen, zu dem System hier geben, schreiben, wie auch immer. Das heißt, im Klartext, wir machen jetzt ein bisschen was anderes erstmal. Und voraussichtlich, nee, ich sag's nicht. Ich warte jetzt einfach ab, sonst ne, komme ich dann doch auf einen Nenner, den ich eigenständig hier mache und das will ich dann doch nicht, denn wir wollen ja auch lernen. Ne? Wir wollen auch gemeinsam lernen. Auch von Erfahrungen anderer profitieren, aber nicht theoretischen Erfahrungen, sondern wirklich aus Erfahrungen. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach ist einfach der Zoll zu sehr versickt, kann man sagen. Ne? Er verschlammt, Schlick entsteht in dem Sinne, könnte man auch denken oder sagen tatsächlich. Und von daher, ja, muss ich mir da Gedanken machen? Wie gesagt, das hier, das System war dafür gedacht, dass hier, dass wir Pflanzen einpflanzen können in den Zeug. Da, deswegen habe ich hier so eine hohe Schicht eingetragen damals und dachte mir, gut, dann kann man da Pflanzen reinstecken, können die wachsen, sieht toll aus, alles easy, alles cool. Aber so wie es aussieht, funktioniert das System mit dem Zeug nicht. So, okay, lassen wir jetzt so stehen erstmal und dann machen wir jetzt mal was, ja, mal was anderes. Ich habe zum Test einfach schon mal eine gemacht. Ja, was hat er denn da gemacht? Ja, er hat eine Pflanze auf einen Stein gebunden, hier mit einem Klettband. Sonst habe ich das eigentlich immer hier mit so einem, mit einer Anglerschnur gemacht, wobei diese ein bisschen zu dick ist. Dann werde ich mir gegebenenfalls mal dünnere besorgen. Aber das wollte ich jetzt mal ausprobieren, ob das so auch funktioniert. Ja, und es funktioniert. So, pass mal auf. Dann hole ich mir einfach mal die nächste Pflanze hier raus. Wenn ich sie dann abkriege, die ist hier festgewachsen drin. Holla die Waldfee. Die ist schon festgewachsen hier im Pott. So, dann lege ich die einfach wieder hier rein und nehme mir den nächsten Stein. Ja, im besten Fall nimmt man einen Stein, der nach Möglichkeit, ich sag's mal so, zwei Geraden hat, ne? Dass man das Band auch mehr oder weniger drumlegen kann. Ah, ist schon mal interessant. Die sind übrigens sehr gut gewachsen. So, ich lege das mal schon mal hier drauf und dann zeige ich dir mal eben das Klettband. Das ist das hier. Da denkst du auch wahrscheinlich, das ist aber breit. Ja, ist so. Das ist sehr breit. So, hier hatte ich vorhin schon mal ein Stück von abgeschnitten. Das mache ich jetzt nochmal. Das halbiere ich jetzt einfach mal. Das sagt er einfach. Ne? Hoffentlich klappt das dann so, wie ich das jetzt für mich alleine gemacht habe vorhin. Sind wir am Bilde? Ja, das sind wir. So, das schneiden wir einfach mal ein Drittel. Ne? Das habe ich jetzt also gedrittelt, das Band hier. So. Ich hoffe, es passt jetzt von der Länge. Wenn nicht, muss ich gleich neu schneiden. Aber es geht ja eigentlich nur darum, zu zeigen, wie das gehen kann in dem Sinne. Ne? So, dann legen wir das jetzt einfach hier drum. Kann man das sehen? Nein, kann man nicht, Detlef. Geh mal ein bisschen mehr ins Bild. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ne? Also nochmal. Du könntest auch so machen. Pass auf, wir legen mal den Stein hin. So. Ne? Und das Klettband da drunter. Und dann nehmen wir uns jetzt ein Stückchen Pflanze hier.
Und legen das da drauf. Finger aus dem Gesicht. Ja, ist so, mein Gott. Es ist aber auch, ne? Man kommt immer wieder mal auf andere Ideen. Das kam mir plötzlich gerade. Einfach mal so. So, legen wir das einmal drum hier. Das Klettband, wenn es noch reicht. Mal eben gucken. Ja, es reicht sogar noch. Tada. So, und jetzt sagst du wahrscheinlich auch, ja, das sieht aber komisch aus. Ja, sicher sieht das komisch aus. Das bleibt ja auch nicht für ewig drauf, ne? Denn die Pflanze mit ihren neuen Wurzeln, die sie ausbildet, wird sich hier auf dem Stein festhalten und dann kann man das Klettband einfach wieder abnehmen. So ist die Theorie meinerseits. Ja, okay. Wollen wir mal gucken, ob das dann auch tatsächlich so funktionell ist. So, nehmen wir das übrigens eine Bucephalandra. Name, warte mal kurz. Nee, das ist keine Bucephalandra, das ist ein Anubias. Irgendwo hatte ich mir den Namen aufgeschrieben. Da hat nämlich mal jemand geschrieben, was das für eine Pflanze sein könnte. Ich halte es mal eben ins Bild. Ich hoffe, die Kamera nimmt das jetzt so mit. Ja, nicht so wirklich, vielleicht doch. Ja, Bucephalandra, Pygmäa, Bukit-Kelam. So, okay. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt wirklich diese ist oder nicht. Ich denke mal, das werden wir später, wenn sie etwas größer ist, besser erkennen können. Auf jeden Fall, coole Sache. So, dann lege ich den mal wieder rein hier. Dann nehmen wir uns jetzt die Anubias hier. Mal gucken, ob das damit genauso gut klappt. Interessant ist auch, dass die Wurzeln, wenn sie Licht haben, auch grün sind, ne? Also die sind da nicht weiß, die sind grün. Auch mal eine interessante Sache. So, wir brauchen jetzt auch keinen großen Stein. Die Steine sind eigentlich auch nur dazu da, dass die Pflanzen später dort stehen, wo wir sie stehen haben wollen, ne? Also deswegen brauchen wir keinen großen Stein. Ein kleiner Stein reicht vollkommen aus. So, genau, wie hat man das gemacht? Richtig. Erstmal das Klettband hinlegen. So, dann den Stein und dann die Pflanze. Ich hoffe, man kriegt es einigermaßen so im Bilde hin. So, gucken wir mal, dass wir da durch die Wurzeln jetzt kommen. Dann muss ich die so ein bisschen auseinanderziehen. Aber es ist einfacher als jetzt mit dem, also wer es schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede, ne? Als mit der Anglerschnur. Weil da ist, die ist so widerspenstig, also ne, das ist nicht so einfach. Und wie gesagt, die Pflanze braucht ja gar nicht stramm drauf sein. Es reicht vollkommen, wenn sie Halt drauf hat. So, ja, okay. Das funktioniert jetzt soweit schon mal. Im besten Falle werde ich jetzt allerdings das Ganze nochmal ins Wasser tauchen, um gegebenenfalls Inhaltsstoffe, die am Klettband dran sein könnten, in Anführungsstrichen, ne, dass die da eben nicht mehr oder abgehen, sagen wir es mal so. Ne? So, jetzt muss ich mir aber neuen schneiden. Ah, das ist schon, also das funktioniert auf jeden Fall. Gut, es sieht jetzt im Aquarium dann vielleicht ein bisschen komisch aus, aber andersrum, grün in grün ist ja nun auch nicht das Problem. Oder aber wir gucken mal, ob wir das Klettband dann vielleicht in dunkelgrün bekommen. Ne? So, mal eben gucken, dass wir ungefähr die Größe haben hier, die wir brauchen. Pi mal Daumen, bisschen länger lassen, ist immer besser. Ne? Soderle, einmal durchschneiden. Ja, jetzt wollte ich den so nehmen. Das geht natürlich nicht. Ne? Dann dritteln wir das Ganze. Habe ich eigentlich auf Play gedrückt? Jawohl. Dritteln wir das Ganze wieder. Ne? Das machen wir Pi mal Auge. Pi mal Auge. Ah, das ist interessant, dass das so schon mal auf jeden Fall funzt. Nee, das war jetzt nicht ein Drittel. Das war, ja, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall einen dünnen Streifen. Ne? Man ist ja schon mal ganz schön, dass das so funktioniert. Ob das dann im Wasser auch hält auf Dauer, ist natürlich eine andere Sache. Ja gut, auf Dauer brauchst du ja nicht, ne? Wenn es jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange dauert das jetzt, bis so eine Anubias oder Bucephalandra festgewachsen ist, schätzungsweise. Da denkst du, 2 Wochen, 3 Wochen ungefähr vielleicht. So schön ist hier auf dem Vlies, hält das auch, ne? Das rutscht nicht hin und her. Und so kann man das immer wieder mal sich so ein bisschen behelfen bei so Kleinigkeiten, ne? So, und mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen hier. Sorry, wenn ich jetzt einfach mal die Finger wieder dazwischen habe. Wenn nicht, mache ich gleich nochmal eine andere Aufnahme, wenn man es jetzt gar nicht erkennen kann oder wie auch immer. Ne? So, dann legen wir den einmal drüber hier. So, dalle. Das Blättchen an die Seite. Und dann nehmen wir den anderen und legen den da drüber. Haben wir jetzt die richtige Länge geschnitten? Jawohl, wunderbar. So, zack, zack, fertig. Ja, jetzt könnte man eigentlich so ein Vlies noch ins Aquarium kleben. Oder kannst du die an die Wand kleben, alle? Dock. Ne? Die bleiben dann fest. Ja, nee, Spaß beiseite. Na, gehst du wieder ab hier. Komm, komm, komm. Zack, zack. So. Okay, also das funktioniert soweit schon mal. Ja, ist wesentlich einfacher als jetzt hier mit der Anglerschnur, definitiv. Ob es dann im Endeffekt wirklich funktionell ist, ist eine andere Sache. Aber wir haben es wenigstens ausprobiert erstmal. Schauen wir mal.
Als nächstes werden wir jetzt die Wurzeln einkürzen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, ups, sorry, sind wir jetzt im Bilde hier? So, ne? Und zwar sollen sich möglichst schnell viele neue Wurzeln entwickeln, die dann auf den Stein sich festhalten, ne? Und nicht die langen Wurzeln, dass die dann, ja, wie soll man sagen, einfach weiter wachsen, ne? Sondern die Pflanze soll jetzt gezwungen werden, neue Wurzeln auszubilden, und von daher kürzen wir die einfach ein. Das ist übrigens nicht das Problem für die Pflanze, ne? Denn die ist ja im Wasser, also von daher hat die nicht das große Problem damit. So, hier genau dasselbe. Ne, kürzen wir das Ganze ein. Übrigens, das Klettband hat zwei Seiten, aber das weißt du bestimmt, da brauche ich dir gar nicht zu erzählen. Deswegen, das eine hängt, und das hängt jetzt hier, hängt fest, ne? Also es gibt zwei Seiten. Sit. Einmal hier diese, ja, vielleicht kann man sehen, hier kann man nicht, das kannst du gar nicht erkennen. Hier sind so diese, ich sag's mal, Griffe, diese, ne, dran, und hier ist halt so, ja, wie so ein Teppich, kannst du sagen, ne? Da, wo die Teppichseite ist, ist es glatt, ne? Und da, wo halt diese Haken sind, da, ja, hakt es halt, ne? Aber es ist egal, worum man das macht, ne? Vielleicht hat das den einen oder anderen Vorteil, dementsprechend, wenn man das weiß, ne? So, okay. Hier hätte ich auch zwei von machen können, von dem hier, aber das belassen wir jetzt erstmal so. Das können wir später machen. So, auch hier kürzen wir die Wurzeln ein, damit, wie gesagt, die Pflanze gezwungen wird, neue auszubilden und sich möglichst schnell auf dem Stein etablieren. So, okay. Ich habe den einen dann doch noch zwei geteilt, also habe das Stück nochmal abgeschnitten hier. Welcher war das denn jetzt? Also, oh, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt drei, und die versenken wir jetzt mal hier im Aquarium bei unseren Pure Red Line. Ich hoffe, von der Belichtung her passt das so einigermaßen. Jetzt wunderst du dich wahrscheinlich, wieso, weshalb, warum diese komische Stange da steht, ne? Ja, vielleicht kommst du selber drauf, bevor ich es dir gleich sage. So, interessant wird jetzt auch, wie die Garnelen darauf reagieren. Ob die, wie sagt man so schön, festkletten? Ha, das fehlt noch, wa? Ja, gut, vielleicht kann man so dann ja auch Garnelen fangen, ne, in dem Sinne. So, naja, Spaß beiseite, natürlich nicht, ne, klar. Aber ich denke mal nicht, dass da was passiert. Aber der Gedanke kam mir trotzdem gerade. Ist so manchmal, ne? Ja. Klettverschluss zum Garnelenfang. So, die Säule, genau, die Säule. Das ist ein Netz eigentlich, ein Gitternetz aus Kunststoff. Ich zeige das mal so. Ist jetzt von der Belichtung, passt das nicht, weil ich habe über Licht ausgemacht. Ne? Das habe ich einfach mal so geformt. Wieso, weshalb, warum? Das war eine Spielerei, keine Ahnung. Aber vielleicht hast du jetzt eine Ahnung, was man damit machen könnte. Ne? Wäre vielleicht eine neue Idee für unseren lieben Nils vom Shrimp Puddle. Und zwar eine Säule, die man hinten befestigen kann. Ne? Am besten in einer Höhe, die man sich selber zurechtschneiden kann und trotz alledem befestigen kann im Aquarium. Ja, und darauf oder daran könnte man dann mit Kabelbindern einfach ja, Pflanzen festmachen. Ne? Man könnte das ja auch so rum in eine Waage irgendwie hinkriegen, dass man das auch festmachen kann, wie auch immer. Ne? Ja, und auch da dann, wie gesagt, Pflanzenteile dran festmachen mit dem Kabelbinder. Übrigens, das hätten wir auch mit dem Kabelbinder machen können. Ne? Aber mir kam das vorhin so, mal auszuprobieren, ne, was da so ist. Und hast du nicht gesehen? Ja, die Garnelen touren da jetzt dran rum, weil da ist jetzt Biofilm drauf. Ne? Weil, ja, das ist halt so. Ne? Die Pflanzen waren für sich alleine. Und von daher hat sich da Biofilm drauf entwickelt. Und jetzt schnabulieren die jetzt erstmal weg. Ja, okay, das mal so als kleiner Anreiz. Ne? Was vielleicht möglich wäre. Und zum anderen hätte man auch gleichzeitig Verstecke für Garnelenbabys. Ja, so, ne, einfach mal dahingelegt. Ist immer faszinierend anzusehen, wie schnell man Garnelen zufriedenstellen kann, ne? Coole Sache. Ja, es gab sogar eine Häutung heute Nacht, sehe ich gerade. Ja, also ist schon, ne, was man alles so für Möglichkeiten entdecken kann. Ist vielleicht ein bisschen zu hell belichtet, aber egal. So, okay, dann habe ich das jetzt auch endlich aus dem Kopf, und die Pflanzen sind auch versorgt in dem Sinne. Wobei, die hätten noch monatelang in dem, ja, Gefäß sein können, wenn man sie dementsprechend versorgt. Ne? Das ist durchaus denkbar und möglich. Also, ja, siehst du wohl. Haben wir eine neue Bustier Phalandra hier in dem Aquarium bei den Pure Redline.
Wie wir sehen können, ich muss es einfach nochmal zeigen. Nein, sie haften also nicht, sie kletten nicht fest an dem Klettband. Ne? Ja, die Pflanzen werden festgehalten, aber die Garnelen haben wir jetzt also kein Problem mit. Dann hätten wir das auch geklärt. Weil ich dachte, vielleicht, ne? Man weiß ja nie so genau nicht. Ne? Aber ist schon schön zu sehen, wie die Tiere so auf was Neues im Aquarium abfahren. In ein paar Minuten hat sich das erledigt, dann interessiert die das gar nicht mehr. Aber trotzdem mal schick anzusehen. Guck, jetzt rennen sie schon alle da hinten wieder rum. Sit, 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 ab ins Gebüsch. Was machen die da? Okay. Meine Lieben, heute ist erstmal Schluss, aber es geht ganz bald weiter. Kurz noch erwähnt, hatte ich schon gesagt, ich weiß gar nicht, weil wir sind jetzt eigentlich schon wieder einen Tag später als gestern, ne? Lol, einen Tag später als gestern. Also, bei der Buße Falandra Poseidon liegen wir jetzt bei 60 Euro plus Versand. Für den Fall, dass du noch mitsteigern möchtest, das geht noch heute bis heute Abend, ja, ich denke mal so gegen 18 Uhr, 19 Uhr ungefähr, dann machen wir dann Cut. Und dann kommen wir im nächsten Film dann zu der neuen Buße Falandra Poseidon, Stecki, dem Stecki dann dementsprechend. Der ist sogar nochmal eine Hausnummer größer. Hat allerdings noch keine Wurzeln, ne? Aber ist ja kein Problem bei so einer Pflanze, Wasserpflanze, die macht ja selbstständig Wurzeln. Das ist also eigentlich ja, selbstredend, dass es da keine Problematiken gibt. Ansonsten würde ich sagen, warten wir mit dem Projekt da hinten ja, bei unserem ehemaligen mehr oder weniger Panda-Becken ab, wie es damit weitergeht. Ich möchte jetzt auch nicht zu schnell reagieren, denn sonst mache ich ja, mache ich es eben zu schnell. Ne? Wer weiß, was uns gemeinsam vielleicht noch einfällt in der Thematik mit dem Soil-Bodengrund. Ganz wichtig nochmal erwähnt, der Soil selber ist gut. Der ist gut, ne? Aber nur eben in einer dünnen Schicht. In einer dicken Schicht, da sammelt sich halt Modder drin. Ne? Und das ist auf Dauer nicht so der Vorteil. Ganz klarer Fall irgendwo auch. Aber ich hatte es ja auch damals schon erwähnt, dass wir grundsätzlich eigentlich nur ein bisschen reinpacken, um ja den pH-Wert halt zu stabilisieren in dem Sinne. Und ansonsten, rein theoretisch, geht es auch komplett ohne Soil. Das geht tatsächlich, ne? Wenn man weiß, wie. Das haben wir im Prinzip hier bei dem Becken, wo wir jetzt die Zwischenhälterung haben zum Beispiel, da ist auch kein Soil drin. Das ist also nicht zwingend in dem Sinne notwendig. Es sieht nur ein bisschen besser aus, sag ich es mal so. Und man muss schon wissen, dass man in der Thematik, wenn man ohne Soil arbeitet, dann doch ein bisschen darauf achten muss, dass die Wasserparameter nochmal besser ja, abgecheckt werden. Ne? Da kannst du dich nicht so sehr darauf verlassen, dass es also kontinuierlich lange Zeit gleich bleibt. Da muss man immer wieder mal gucken, ob das dann alles so passt. Ne? Aber muss man auch sowieso eigentlich grundsätzlich, oder sollte man zumindest, ne? Denn wir wollen ja, dass es den Garnelen gut geht und von daher ist man eigentlich auch so ein bisschen in der Pflicht, dementsprechend dann zu reagieren, ne? Wenn irgendwas nicht passt oder nicht funktioniert. Ja, okay, Lava Palava Palimpalim, es ist nach wie vor ein richtig cooles Thema. Und nach wie vor bei den Garnelenbestellungen, die jetzt noch kommen, ich habe immer noch hier in unserer Zauberkugel Süßwassertang drin. Werde ich heute auch mal wieder das Wasser wechseln. Damit das halt schön sauber ist, sag ich es mal so. Wenn man das damit verschickt, dann ist das doch besser, als wenn man es direkt aus dem Aquarium rauszupft, weil da können dann auch wieder noch Garnelenbabys mit drin sein und so. Klar, wer es bekommt, denkst du, freut sich, ja, denkst du eben nicht so wirklich, weil Pflanzenteile verpacke ich natürlich nicht ins Wasser. Die kommen auch in eine Fischtüte rein. Klar, ne, gut verbunden zu, dass es also dicht ist auch. Allerdings kommt da kein Wasser mit zu, sondern im Prinzip nur so, dass sie nass sind und dann ist gut. Und für Garnelenbabys, die da mit drin sind, wäre das jetzt nicht von Vorteil. Ne? Ist so. So, das mal kurz nebenbei noch erwähnt. Und wie gesagt, als nächstes mache ich jetzt erstmal wieder einen Pflanzenfilm. Das mache ich heute noch, weil ich bin ja jetzt schon ziemlich früh unterwegs. Wir haben jetzt genau 7:45, aber ich werde mich gleich noch 1-2 Stunden hinlegen, bevor ich dann im Dschungel weitermache. Denn da gibt es auch wieder mit Sicherheit das eine oder andere Interessante zu sehen. Ich habe mal wieder irgendwas vergessen, ich weiß gerade nicht was, aber okay. Das Zusammenspiel vieler Fakten ist eigentlich das A und O. Ne? Also haben wir jetzt alles so ziemlich durch, würde ich fast sagen. Nee, haben wir lange nicht. Ganz bestimmt noch lange nicht. Ne? Also da gibt es noch ganz viel zu entdecken, zu erfahren, auch zu erforschen. Ne? Also ganz tolle Sache. Aber das Beste wäre echt, wenn man ein eigenes oder ein Labor an der Hand hätte, wo jemand mal eben gucken könnte, ne?
was da Sache ist in dem Sinne. Aber ja, naja, aber mal gucken, dass wir gemeinsam trotzdem irgendwie noch mehr Nenner erfahren in dem Sinne. Ne? Also ist schon eine tolle Sache mit den Garnelen. So, wie sonst auch, schreibe ich die Angebote unten in der Videobeschreibung mit rein von den Garnelen. Ich werde dieses Mal, wenn ich es nicht vergesse, auch noch mal ein paar von den Red Fancy Tiger abgeben. Ich schreibe dann auch, wie viele, schreibe ich dann mit rein in der Videobeschreibung. Und von den, ja, Pure Redline, jetzt allerdings nicht aus der Zuchtgruppe da hinten, ne? Nein, nein, sondern aus der Box, wo ich die drin habe, eben in dem Sinne. Da kann ich noch welche von abgeben. Die haben dann verschiedene Zeichnungen halt, ne? Die haben nicht eine einheitliche Zeichnung. Das sind dann halt Pure Redline. In dem Sinne, wo alles möglich auch wieder draus werden kann übrigens, ne? Also da kannst du auch einen eigenen Zuchtstamm mit aufbauen, theoretisch, ne? Wenn du schon so ein bisschen Erfahrung hast. Ja, okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall ganz bald wieder hier im aquaristischen Bereich. Und dann kommt das eine Rundglas mit der Glasfiltersäule dann auch tatsächlich erstmal weg. Und da, wo die Monstera da hinten steht, die kriegt ja gerade ein neues Blatt, ne? Aber mal auf. Die kriegt gerade ein neues Blatt hier. Ich zeige es mal, damit ihr das auch sehen kannst. So, zumindest so ein bisschen, ne? Es ist eine wunderschöne Pflanze. Aber da ich hier so langsam an Platzmangel grenze, der Thematik der Garnelenzucht, bin ich überlegen, die Pflanze dort wegzunehmen und noch ein Regal hinzustellen. Denn das passt. Also, das hat hier 92 cm. Ich habe da im Zwischenraum ungefähr 95 cm. Also würde noch ein Regal reinpassen. War damals auch so geplant anfangs. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass sich das Ganze hier so schnell entwickelt. Ne? Nee, also die Garnelenbecken, die wachsen schneller tatsächlich, als man denken mag. Ne? So, Akku blinkt. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend und gucken mal, wie es im nächsten Film dann weitergeht. Was wir dann wieder, ja, Neues erfahren oder zu Gesicht bekommen oder Veränderungen erleben und so weiter und so fort. Und falls du jetzt ein spezifisches Becken hast, wo du denkst, mess da doch mal. Ob das da mit der Nitrifikation passt oder so, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben oder einen Kommentar schreiben. Wobei das natürlich auch schwierig wird, jetzt ja, zu sagen, welches Becken in dem Sinne. Ne? Es sei denn, du kennst die Becken jetzt alle hier. Ja, okay, yippie, yippie.